Herzlich willkommen bei Moshpad Passion auf YouTube, ich bin der Kai und heute im Video dreht sich alles um das Thema Tapes. Leider ist der Erfinder des Tapes, Lou Ottens, gestern verstorben und ich dachte mir, als kleine Huldigung oder auch nochmal um das Thema Tape mit euch darüber zu sprechen, habe ich mir gedacht, hey, mach doch einfach hier dieses Video und nach dem Intro geht's direkt auch hier los. Schön, dass ihr dran geblieben seid und als erstes ein kleiner Verbraucherhinweis und zwar haben wir eine neue Rubrik hier bei Moshpad Passion auf YouTube und zwar die Vinylstube mit Marco Schaller von Caliban. Da werden wir jede Woche im März ein neues Video uploaden zum Thema Vinyl, Vinylpflege, Audio-Setup oder auch Bands, die da verschiedene Releases rausgebracht haben und ab April kommt jeden zweiten und vierten Mittwoch eines Monats dann eine neue Folge. Schaut auch mal vorbei in die Telegram-Gruppe von Moshpad Passion, denn dort erhalten unsere Mitglieder natürlich kostenlos schon wenige Tage oder sogar Stunden vor Veröffentlichung da die neuesten Informationen zu Videos, zu Reviews und vieles, vieles weitere. Ja, schaut einfach mal unten in die Beschreibung rein, da habe ich euch alles verlinkt und ich würde auch sagen, wir starten auch einfach mit dem Thema Tape und Kassette. Ja, einige kennen das vielleicht, andere wollen es nicht kennen und andere kennen es überhaupt nicht aufgrund ihres Alters. Und ich fange einfach mal so an. Ja, das ist so das erste kompakte Musikverbreitungsmedium in der Geschichte gewesen oder es ist immer noch, kam Anfang der 60er, ich glaube 1963, genau, auf der Deutschen Funkausstellung wurde es vorgestellt, ist die heutige IFA. Das ist nun hier so ein neues Trägermedium gibt und das Besondere ist ganz einfach, hier in der, kann man es glaube ich sehen, in der Mitte ist ein Magnetband drin, wo die Musik dann drauf ist und anhand hier solche Abspielgeräte, ich habe mir passenderweise vor wenigen Wochen so ein Abspielgerät hier geholt, das ist kein Walkman, das ist ein ganz normales, ja, Portable Tape Deck, kann man das darüber hören. Es gibt natürlich Anlagen oder Walkman. Gerade der Sony Walkman ist, glaube ich, so das Paradebeispiel. Wenn man halt sagt, so hey, Walkman, Abspielgeräte bei Tapes, Sony, die waren da Marktführer. Und ja, kam, wie gesagt, ne, Anfang der 60er raus und hatte sich dann auch anfangs relativ schwer getan. Ganz einfach, wie es nun mal so ist in der Musikindustrie, wenn ein neues Trägermedium auf den Markt kommt, ist die Empörung groß. Das fing ja schon an mit der Schallplatte vor 100 Jahren, dass die Künstler gesagt haben, hey, wir brauchen ja gar nicht mehr live auftreten. Jetzt kann sich ja der Fürst, König oder sonst wer sich einfach eine Platte holen mit meiner Musik drauf und das vervielfältigen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genauso war das dann auch hier tatsächlich bei dem Tape, als nämlich die Schallplatte dann auf den Markt kam und etabliert war, hieß es dann, ja gut, jetzt kaufen sich, was weiß ich nicht, fünf Freunde schmeißen ihr Geld zusammen, holen sich eine Schallplatte, holen sich dann vielleicht noch fünf leere Kassetten und überspielen dann die Musik da drauf. Das ist ja eine Art von Piraterie und das wird dann auch dann irgendwie unter der Hand vertrieben. Und dann wurde halt die Kampagne geboren, dieses nochmal, Home Taping is Killing the Music Industry. Der eine oder andere kennt es. Sehr, sehr interessant und nach heutigem Stand wissen wir, also nicht Tape, Vinyl oder die Schallplatte hat die Musikindustrie getötet, auch nicht die CD, nein, sondern es war dann ja die MP3 und das ganze File-Sharing, dadurch, dass das alles digitaler wurde. Genau, aber darum soll es heute hier nicht gehen. Wir bleiben hier schön beim Thema des Tapes. Ich finde, das ist immer noch sehr, sehr was Schönes, was anzusehen ist. Es ist natürlich haptisch und ja, der große Nachteil hier ist, ja, wenn man es dann zu oft abspielt oder durchleiert, ist das Ding dann irgendwann kaputt. Man darf es auch nicht wirklich irgendwie Wärme oder Hitze aussetzen, weil dann ist es dann auch kaputt und es gibt dann diesen schönen Bandsalat, den man dann irgendwie von Autofahrereien kennt früher und dann ist das Medium halt kaputt, ne? Und man muss da schon echt aufpassen in Sachen Pflege. Ah, da gibt es auch diverse Foren und wie man auch sowas reparieren kann. Also ja, da muss ich einfach mal im Internet schauen. Und es ist tatsächlich so, dass das Ganze auch so eine kleine Renaissance in den letzten Jahren hatte. Und zwar, dass immer größere Bands wieder drauf aufgesprungen sind. Also hier als Beispiel Machine Head. Natürlich, das ist ein Demo-Tape zu der letzten Platte. Aber trotzdem, ne, da wurde ein Magazin zusammengearbeitet. Oder wo haben wir denn hier? Ozzy Osbourne, letzte Platte, auch nochmal als Tape veröffentlicht. Und was auch hier so ein bisschen
heraussticht, ist, dass ich auch sagen würde, mehr in dem Metal-Punk-Hardcore-Bereich war das nie wirklich weg. Aber da gibt es hin und wieder, gerade bei den aktuellen Releases und noch größeren Bands, eine Veröffentlichung auf Tape, wie hier zum Beispiel Marilyn Manson. Und ja, im Hardcore-Bereich gehört das zu jeder guten Merch-Ausstattung, dass dann Demo-Tape oder ein Tape von Album mit angeboten wird, weil das ist gerade ein Sammlerstück, ne? Oder gerade im Black-Metal-Bereich, da muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Da gibt es stellenweise so Sachen, was weiß ich nicht, ein Mann Black-Metal-Projekt bringt 20 Tapes raus und das war's dann. Es gibt auch keine Werbung und so, da wird das so ganz underground und okkult-mäßig gehalten. Also da gibt es verschiedene Ausführungen, aber ich glaube, da hat nochmal gerade das Tape eine ganz andere Bedeutung wie im Punk oder Hardcore, wo wir gerade beim Thema Black Metal sind, auch wenn es natürlich nicht die klassische Black Metal Band ist, aber ich glaube, der Blueprint für jede, hier, Celtic Frost und Hellhammer, habe ich mir nochmal nachgekauft, weil wenn man, glaube ich, von dieser Band irgendwas auf dem Medium besitzt, dann sollte es schon Tape sein, meiner Meinung nach. Und ich muss mir die mal hier anhören. Die erste Platte tatsächlich habe ich hier noch auf LP, kann ich euch hier nur empfehlen. Und ja, preislich sind die auch günstiger als eine CD, liegen so zwischen 7 und 11 Euro, je nachdem, welches Release das ist und auf welchem Label das rauskommt. Das sind halt immer noch so kleine, ja, Sammlerliebhabereien, die man hier so hat. Was habe ich hier? Welches Label ist das? Genau, Supreme Chaos, die machen sowas zum Beispiel. Ne? Die haben hier zum Beispiel die letzte oder aktuelle Platte von Arroganz rausgebracht oder von den Kadaverfickern. Grüße gehen raus an den Gore-Minister und ja, genau, das kriegt man da noch. Die sind noch hier erhältlich. Und gerade im Hinblick, wo wir gerade bei unserem Lieblingsgenre hier sind, habe ich ein interessantes Beispiel, und zwar die Band Filter, Richard Patrick, Mastermind hinter der Band. Und hier gibt es zu dem Tape eine ganz besondere Geschichte. Und zwar sind die damals, die Jungs, also Anfang der 90er, zu irgendwelchen Festivals hingefahren, hatten dann hier einfach ein ganz normales Tape, so ein Pappschuber und ein Sticker drüber geklebt und da losgegangen, haben das den Leuten tatsächlich in die Hand gedrückt oder nach irgendwelchen Shows. Die haben gesagt, hier, hör dir das an, ist vollkommen okay, du kannst es sogar verbreiten, Stichpunkt Tape Trading, wo ich gleich doch mal drauf eingehen werde. Und ja, die haben sich dadurch tatsächlich eine kleine Underground Army aufgebaut. Das ist kein Witz oder so, die haben es tatsächlich geschafft, anhand von diesem Promo-Tool, das ist heute undenkbar, auch gerade kostentechnisch, hier ein Demo-Tape zu machen, das zu verbreiten. Und dann im nächsten Jahr, als sie auf dem, was war das, Lollapalooza gespielt haben, sind dann tatsächlich Leute zu denen hingegangen, die gesagt haben, ich habe hier euer Demo-Tape überspielt bekommen oder ich habe es so in der Hand gedrückt bekommen, das ist mega geil. So, und da standen Tausende vor der Bühne, Tausende. Ne? Und das war damals vor 30 Jahren, also das war ein ganz schöner Impact für die damalige Zeit. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, überspielen, das war ja immer die Gefahr, aber hat natürlich auch den Vorteil gehabt, wenn du Sachen überspielst, kannst du es auch verbreiten. Und gerade im Metal-Bereich, Stichpunkt Tape-Trading. Ne? Gerade in den 80ern, das alles Mögliche rausgekommen und die Leute haben sich dann auch international miteinander vernetzt und haben dann immer ein schönes Tape mitgeschickt, eine Leerkassette und dann noch so ein Katalog, was sie hatten, was sie suchten, dann wurde das hin und her geschickt und dadurch ist man halt auch auf die Bands aufmerksam geworden und da hat sich ganz, ganz vieles ergeben, wie Plattenlabels oder Kollaborationen mit Plattenlabels, Tourneen und was weiß ich nicht, alles. Sepultura sind da ein Beispiel, Death Row und ganz, ganz viele weitere, das ist heute undenkbar, da schickt man einfach einen Link rum, per E-Mail oder über Facebook, soziale Medien oder man taggt die Leute auf irgendwelchen Sachen und so wird man dann ja drauf aufmerksam auf die Musik. Und ja, ich würde sagen, so als kleinen Einstieg ins Wochenende soll es das auch hier gewesen sein. Wie gesagt, am Sonntag gibt es eine neue Folge der Vinylstube und ich habe hier noch einen kleinen heißen Tipp zum Thema Tapes. Wenn ihr eine Geliebte habt, eine Freundin oder so, ihr habt Mist gebaut, steht Valentinstag an oder ein Geburtstag, macht ihr mal ein schönes Geschenk und zwar ein schönes Mixtape. Einfach machen, hinsetzen, schön alles aufnehmen, überspielen die Musik, kommt gut. Von daher kann ich euch sagen, gehabt euch wohl, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen über ein Abo, Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch was, wir sehen uns und ciao.